Hey Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Quarter TV. Ich bin der Frankie, schön, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Ich bin positiv überrascht, auch wenn der Level vielleicht für mich vom Level her nicht so das Highlight war. Wo ein echtes Highlight ist, dass ich tatsächlich für jedes Video bisher unter 8 GB gebraucht habe. Ich habe jetzt noch 33, das heißt, ich könnte es riskieren, zumindest noch 2 Videos zu machen. Für 3 wahrscheinlich eher nicht, weil wenn es dann mal 15 kostet oder sonst was, wird es nervig. Aber wir schauen mal, wie es geht. Let's go, wir machen den Tongreifer mit den Mädels fertig. Erstmal mache ich Hastka. Ich hoffe, dass ich jetzt hier ausweichen kann. Ja, okay, zack. Hastka, 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 Hastka. Und weg, hopp. Jawohl, jetzt wechsle ich hier, genau. Geh rein, jetzt drehe ich mich erstmal. Nein, hat er den Kriegsschrei? Ach, ich bin da doof. Bin doch bescheuert. Egal, hab's verpeilt. Ich hab gerade komplett verpeilt, was hier die Attacken sind und so weiter und so fort. Betörendes Feld? Nö, bitte nicht. Ja, und jetzt ran. Und zack. Jawohl, macht immer was. Kommt, Resonanz. Das funktioniert schon viel besser. Jawohl, macht das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich auch andere Sachen anvisieren? Nee, das geht nicht. Oh, oh, oh. Okay, und jetzt ran. Geht das? Ja, doch, ich habe die Schere. Okay. Ah, Gott, der ist einfach auf... Gott, sind wir langsam. Ich glaube, wir sind ewig in den... Und weg! Zack, Kriegsschrei. Los, weg! Nein, nicht da rein! Oh, je, je, je. Okay, Mädels, macht mal. Ich arbeite jetzt mit dem Kriegsschrei mit der Heilung. Es ist doch total nervig, was hier passiert. Merkt ihr das auch? Es ist doch überhaupt nichts möglich, oder? Ich kann entweder ran an den Kampf. Kann ich auch an den Schwanz anvisieren? Ja, geht auch irgendwie. Jawohl, jetzt habe ich den Schwanz anvisiert. Ja, super. Aber guck mal, wenn ich jetzt rangehe, da gar keine Chance, dann fängt er sofort wieder an, so einen Mist zu machen. Okay, habe ich jetzt die eine komplett zerschlagen oder wie habe ich das jetzt gemacht? Okay, Bombardement, das ist egal, da gehen wir weg. Nein, abstoßendes Feld wollen wir auch nicht. Nein, nicht die blöde Welle. Oh je, je. Also gut, ich behalte mir ein bisschen was. Mach dann wieder zum Heilen den Griff. Okay, jetzt geht es wieder hinten runter. Ja, ja, ja. Höhenflug, sehr gut. Aber nein, nicht gut, ich muss mich heilen. So, komm, macht ihr wieder was? Wir müssen hier eine super Teamleistung machen. Kommt, Leute. Ich komme zwischendurch auch ran, aber im Großen und Ganzen halte ich mich raus, okay? Jawohl. Kriege ich nicht hin? Kriege ich nicht hin? Jetzt habe ich ihn. Toll. Jetzt, wo ich nichts brauchen kann. Tolle Sache, echt. Hey, 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 hey. Jawohl, geschafft. Also, cool bleiben, cool bleiben. Hab natürlich viel zu wenig. Aber ist egal. Wir schaffen das trotzdem. Ob jetzt direkt oder später, weiß ich nicht. Aber irgendwann schaffen wir es. Wir haben selbst Tiamat besiegt. Wer dem mir so ein bisschen fehlt, ist zu verstehen... Oh mein Gott, ja, very desperate. Komm, hau rein. Ja. Und ran! Komm, so! Nein, 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 weg! Weg! Fuck, krieg Schrei ran. Und weg, heilen. So, weg, weg, weg. Weg! Einfach weg! Was machst du denn? Oh Mann! Das nervt halt mega und ist mega frustrierend, dass man gefühlt hier unglaublich langsam die ganze Zeit ist. Das ist so hohl. Man macht die ganze Zeit so Gravitationsshit. Und auch das hier, und das ist einfach nur super nervig. Ja, auch das hier! Ich kann ja gar keine sehen. Ja, super. Nee, das vergeht's mir echt. Das widerspricht natürlich dem, was ich vorhin gedacht habe, weil mein Grundgedanke war mal, naja, ich habe ja kein Problem mit harten Gegnern, wo man sich immer wiederholen muss, aber in Levels stört mich das halt. Jetzt haben wir hier aber ein scheiß Level gehabt und noch zusätzlich diesen beschissenen Gegner hier und da vergeht es mir gerade wirklich komplett. Also das ist gerade wirklich so... wie soll ich das denn jetzt machen mit dem... Guck mal, mitten in meinem Angriff zieht er mich dann da rein! So ein Scheißdreck, echt.
So ein dummer Schwachsinn. Mich auch nervt es, dass ich zu blöd war zu verstehen. Der Krieger hat gar nicht das Drehen. Ja, und jetzt wäre es eigentlich möglich, aber du kommst ja gar nicht ran. Und dann ist schon wieder so ein Mist da. Also ich versuche ihn jetzt mal zu beobachten, aber ich sehe gar nicht, was ich da machen soll. Kann ich denn die Wellenkanone blocken? Weil da ist ja kein rotes da zu sehen, ne? Eigentlich. Also, normal müsste ich das mit Seelenschild kontern können. Wollen wir das mal versuchen? Ja, das geht auf jeden Fall nicht, oder? Nee. Ja, das ging so halb, aber es macht dann bumm, bumm, bumm. Das ist doof. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Es ist einfach zu... Haben wir das jetzt? Ja, aber es bringt nichts. Bringt nichts, weil ich habe nichts zum Zurückfeuern. Hatte gehofft, dass ich was zum Zurückfeuern kriege, aber hm. Ja, das ging jetzt nicht. Auch das ist nichts zum Zurückstoßen. Okay, und dann bin ich zu weit weg, wenn ich jetzt ranrennen will. Der gerade gesehen, bringt gar nichts. Ja, jetzt macht er das. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber es ist für mich nicht machbar. Gerade für mich nicht zu durchschauen. Ist einfach nur beschissen. Und gefühlt habe ich gerade auch nichts, wo ich sagen kann. Ja, ganz toll. Ich bin gerade komplett verplant. Kann ich ja gerade schon vergessen. Kannst du auch gar nicht gescheit ausweichen. Das ist einfach Mist. Wie viele Schläge braucht denn diese kleine Scheißschere, damit sie überhaupt mal... Ist das Mist hoch 10? Wieder nichts. Schau mal, und wie langsam der Kriegsschrei auflevelt. Dieser scheiß Tongreifer, ey, das ist ja mega ätzend. Okay, und jetzt guck mal, wie langsam ich laufe. Guck mal, wie langsam dieser Idiot läuft. Das gibt's doch nicht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Kampf, wo ich einfach erstmal lang auf Distanz bleiben muss. Mit Blocken arbeiten. Nur, dass der halt nicht springt, der zeigt nicht so deutlich an, was er macht. Das ist mein Problem an der Geschichte. Ja, jetzt bin ich geprescht. Ja, super. Scheiße, hey. Und die Bewegungen sind so schnell. Und entweder trifft oder trifft nicht, aber dieses komische Halbgare, das brauche ich echt nicht. Ja, jetzt dreht er sich, ist klar. Nee, Leute, das ist, sorry. Aber das ist einfach zu viel, das ist einfach Schwachsinn. Beim Tiamat konntest du wenigstens irgendwann bei ihr sehen, dass sie sich entsprechend bewegt hat und gesprungen ist oder was. Aber hier ist ja gar nichts möglich. Du kannst ja gar nicht sagen, bleib auf Distanz. Guck mal, er kommt immer so blöd angekrabbelt. Und ist so schnell im Vergleich. Guck mal, wie langsam ich bin. Selbst wenn ich jetzt voll Karacho nach so einem Angriff um ihn rumlaufen, auf ihn draufheizen will. Bringt das gar nichts. Guck mal, den wenigen Schaden, den ich dir mache. Und dann bin ich in unserer Scheiße eingesperrt. So ein Drecksmist. So, jetzt beruhigen wir uns mal ein bisschen. So, schauen noch mal ein bisschen. Vielleicht geht er... Das ging jetzt nicht. Totaler Schwachsinn. Kann man das wenigstens blocken? Auch nicht. Was ich weiß. Mach doch jetzt den Kriegsschrei, Mensch! Ach, er hat keinen, okay. Immer wenn da unten Kriegsschrei steht, denke ich auch, es geht. Ich vergesse immer, dass im Hintergrund diese komische Kopffigur da auch ausgefüllt sein muss. Also betörendes Feld zieht an, abstoßendes Feld stößt ab, wie es der Name schon sagt. Und im Großen und Ganzen macht er einfach einen Haufen Schaden und du schaffst es nicht, wenn du auf Distanz bleibst, dann an ihn ranzukommen. Ja, jetzt könnte ich was machen. Drei Schläge, dann weg. So. Dann wieder zwei Schläge. Ja, das abstoßende Feld, das habe ich jetzt verstanden. Dann ran, zwei Schläge. Geht gar nicht, weil er eben das abstoßende Feld gemacht hat. So, jetzt habe ich wieder ein Problem, weil ich nicht neben ihm oder hinter ihm war. Wie unglaublich langsam wir sind. Schaut euch das an. Und jetzt kann ich ran, aber 1, 2, mehr geht nicht. Dann muss ich weg. Ja, ist mir schon klar. Ich überstürze ja auch nichts. So, das haben wir uns geholt. Jetzt ran. Zwei Schläge weg. Zack, zack. Wenn er dann zusammensticht. Das mit dem Abstoßen fällt, das macht er so nah an sich ran, das kann ich nicht abfangen. Das ist ein bisschen blöd. So, die Wellenkanone, dann müsst ihr ran, Mädels. Bombardement, da weiß ich nicht genau. Da habe ich keine Ahnung, ob ich das abfangen kann. Sturmbändiger, zack. Zwei Schläge, dann kommt er. Zack, weg, genau. So, ihr müsst ran, Mädels. Sorry, aber... Nee, das abstoßende Feld kannst du nicht cashen. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Oh mein Gott! Das ist ein Dreck, hey! Wackelt da so komisch durch die Gegend. Das ist Bombardement, kann ich nicht an.
einschätzen. Das abstoßende Feld ist der totale Scheiß. Okay. Bisschen was geht jetzt. Muss halt irgendwas machen, wo ich sagen kann, danach kann ich irgendwas machen. Das hat irgendwie geklappt, aber es ist ja in keinem Verhältnis dazu, was da an... Okay, jetzt macht er das wieder. Zack, ran, komm! Warum wird dann jetzt nie zusammengebrochen? Weil ich ihn nicht an der gleichen Stelle ganz genug treffe, oder was? Also, ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Normal müsste ich ihn doch jetzt mehrmals schon getroffen haben, dass er irgendwann noch zusammenbricht. Wenn es immer eine Serie sein muss, habe ich gar keine Chance. Weil so viel Schaden kann ich ihm gar nicht machen hintereinander. Außer ich gehe voll auf Pain and Gain. Zack, zack. Ja, und du weißt doch nie, wann er zwei macht und dann einen, oder? Also drei oder zwei, Entschuldigung. Ja, guck mal, von wegen erst gestunt. Da passiert doch gar nichts. Das ist doch absoluter Scheißdreck. Meine Güte, hey. Also, mit Abstand der hirnloseste Kampf ever. Dagegen war Tiamat gut, weil du irgendwann... Guck, jetzt hat er das und nicht rankommen. Da ist er schon wieder so, dass ich nichts machen kann. So, jetzt haben wir ihn. Okay, das war gut. Aber Spaß macht dieser Kampf nicht. Der ist einfach nur scheiße. Ich kann nichts anderes dazu sagen, als dass dieser Kampf scheiße ist. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Raketenschere. Jetzt können wir ran. Jetzt können wir ran. So, jetzt haben wir ihm richtig eingeschenkt. Aber Giga Graviton. Oh Gott, wieder so ein Mist, den kein Mensch braucht. Okay, was macht er? Oh nein, jetzt ist Sophia tot. Nicht Sophia, Bibi, hey, hey, hey. Also bitte, was erlaubst du dir, Kimi, da Sophia zu schreien? Oh, jetzt bin ich gestunt und gerichtet, oder? Ja. Habe ich mich ja ordentlich versprochen, das ist natürlich Bibi. Habt ihr gemerkt? Das Hirn hat ausgeschaltet wegen der Konzentration und sofort plappert man einfach dumm nach, was da steht und vergisst die eigene besondere Art, die dieses Spiel hier auf einen... Und jetzt kommt wieder der Schwachsinn, guckt euch das an! Okay, zack, was passiert jetzt hier? Das kann man nicht blocken, das Bombardement haut einen einfach... Ja, ist ja jetzt auch mal gut! Keine Chance. Du weißt halt nicht, wann macht er welche Attacken. Habe ich irgend sowas wie, dass ich ihn langsamer machen kann oder sowas? Ich sehe gerade kein Land, sorry. Oh ja, jetzt wackelt er wieder so blöd auf uns zu, gell? Und ihr seid dann zu dumm anzugreifen. Wenn ich wenigstens angreifen würde, dann, ne? Aber abstoßendes Feld, ja, okay, ja, Wellenkanone, auch gut. Schaffe ich Hastka? Schaffe ich Hastka? Ja, schaffe ich. So. Was haben wir jetzt hier? Jetzt steht er wieder in meine Richtung und macht die Wellenkanone. Kann ich zwei Schläge? Nein. Zwei. Keine drei. Ich habe ja extra zwei gesagt. So. Ja, genau. Du mich auch. Und jetzt guck mal. Komme ich gar nicht schnell genug hin. Das ist so nervig. Jetzt komme ich hin und mache eins, zwei und dann... Sehr gut. Ich verbleibe dann aber zu lang da drin und das Bombardement, das verstehe ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich eigentlich gehofft, dass das was ist, was ich mit dem... Ja, ist ja gut jetzt. Was ich hier mit dem Seelenschild absorbieren könnte, um dann selber auf ihn zu feuern. Aber da scheint gar nichts bei ihm zu gehen. Also da habe ich jetzt bisher nichts rausgefunden. Und jetzt habe ich hier doch gar keine... Guck mal, wenn ich rangelaufen wäre, wäre ich jetzt schon wieder Moose. Macht jetzt zwei oder... Ah, jetzt macht er das, okay. Das erkenne ich noch. Oh, aber dann ist er entstanden zu mir mit der weitesten Waffe, du. Ich glaub's nicht. Hab doch echt die super Ausrüstungsfähigkeiten. Mann, echt, hey. Ja, kommt jetzt, Mädels. Ihr müsst was machen. Ja, komm, jetzt hau ich mal was rein. Und wird das... Ja, das ist doch nichts. Das ist doch alles scheiße. Also das abstoßende Feld ist auch... Oh, jetzt kann ich ran. Ja, aber da komme ich nicht ran wegen dem abstoßenden Feld. Guckt mal, wie dumm das ist. Das abstoßende Feld hält 5000 Jahre... Und den Stun, den er hat, vielleicht mal für 2-3 Sekunden. Okay. Das hat's mal richtig gut immer wieder gestunt, aber... Jo, das ist doch trotzdem scheiße. Das kann ich doch total vergessen. Habe auch das Gefühl, dass hier das Anvisieren ein Riesenfehler ist, weil du gar nicht an die Sachen noch richtig rankommst. Aber ohne Anvisieren rennst du einfach planlos in der Welt rum. Das kannst du ja auch vergessen. Und guck mal, ich krieg hier einen Treffer rein. Mehr nicht. Und jetzt bin ich hier eingeklemmt und kann nichts machen.
Guck mal, da. Ich komme nicht ran. Scheißdreck. Okay, das hat geklappt. Noch zwei Heildinger. Lang her, dass wir eine ganze Folge hatten, wo es nur um einen Endbosskampf geht. Ich glaube, das war wirklich das letzte Mal bei... Warst du da bei Tiamat? Ich kann es euch nicht sagen. Mir kommt es mir gerade vor, wie als ob ich das so schon ewig nicht mehr hatte. Geht's gerade gut. Aber das Problem ist, er hat den Schuss vorbereitet und damit bin ich geplättet. Jetzt muss ich heilen. So, Kriegsschrei. 1, 2, 3, 4! Du blödes Arschloch! Ich kann doch da gar nichts machen, weil wenn ich nicht nah genug dran bin, habe ich danach nichts zum Angreifen. Und wenn ich zu nah dran bin, trifft es mich. Höhenflug. So, sehr gut. Heilen, heilen! Komm, macht was. Och, Mann. Es geht nur über die Lebensenergie. Es ist wieder so ein Scheißkampf, wo du sagen musst, hey, da geht so ein bisschen was weg von der... 2, 3, 4! Jawohl! Sehr gut gemacht. Das war Flair, oder? Ja, rein! Und weg! Oh Gott! Kommt schon, jetzt schaffen wir's! Weg! Kriegsschrei! Optische Täuschung. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Rein, rein, rein! Oh, du hast ja gar keine Chance! Weg, du Idiot! Ich komm nicht weg, du Scheißspiel, echt! Ein Drecksmist. Oh, Gott, ist das ein Scheißdreck, ey. Also ich spare mir den ganzen Hastgar-Dreck und sowas. Ich schaue einfach, dass ich ihn beschäftige, dass ich die beiden mit Resonanz reinjage. So. Ja, du kannst machen, was du willst, du Arschloch. Dann renne ich hier hin, mach zwei Schläge, geh weg. Genau. Pass wieder ein paar Schläge, ja, weg. Bombardement ist einfach Blödsinn. Abstoßendes Feld ist genauso Schwachsinn. Gott, ist das ein riesiges abstoßendes Feld. Ich komme nicht raus aus diesem Ding. Habt ihr das gesehen? Mein Kriegsschrei zum Heilen, wenn ich die Hälfte habe. Ich spare mir die Heildinger auf bis zum Schluss. Und zwiebel ihm dann richtig einen rein. Okay, wenn er sich so dreht irgendwie. Oder wenn er, zack, so Schläge bringt. Oh nein, nicht schon wieder. So, Mitte bleiben, alles gut. Resonanz machen für die beiden. Hilft gerade nichts anderes. Es ist einfach so. Wir müssen einfach damit leben, dass das wieder so ein Dreckskampf ist, der einfach nur so funktioniert. Ran! Ran! Und weg. So. Und ran! Los! Ihr müsst machen! Nicht mal zwei Pflege gehen da rein an diesen blöden Schwanz. So. Ein Schlag, guck, der andere trifft. Und er rennt! Ich bin ein Kobold. So komme ich mir gerade zumindest vor. Ich schrei wie der Pumuckel. Gottes Willen, hey. Die haben halt das gleiche Problem wie ich auch. Sie kommen dann nicht an ihn ran. Eieiei. Nein, nicht diese Scheiß-Bombardement! Jetzt wäre mal Zeit für die erste Heilung außerhalb des Kriegsschreis. So. Das ist doch ein Scheißdreck. Nein, nichts Betörendes fällt. Hau ab. Jetzt rennen sie einfach nur, anstatt ihn anzugreifen. Habt ihr das gesehen? Gerade die Kimi ist gerade extrem dumm einfach nur reingerannt. Jetzt stun ihn doch! Jawohl, das haben wir geschafft, oder? Nein, haben wir nicht. Gott, bin ich dumm. Gott, bin ich dumm. Hat ja wirklich mal total gar nicht geklappt. Jetzt muss ich wirklich von vorne da so rein, oder? Auch wieder so ein Schwachsinn. Okay, wir haben gut was zu heilen. Nur einen Kriegsschrei, den zünde ich auch sofort jetzt. Da renne ich auf ihn zu und dann zünde ich den Kriegsschrei einfach mal. Genau, weg, du Trottel! Warum ist er denn nicht mehr anvisiert gewesen? Oh, das hasse ich auch an diesen blöden Zwischendinger bei den Bossen. Jetzt habe ich gar keine Chance, weil er ist zu schnell. Habt ihr gesehen? Okay, ran. Kommt, Mädels.
Sie macht Meteo. Das ist geil. Das ist geil. Kriegsschrei. Okay, kommt, jetzt schaffen wir das. Jetzt schaffen wir das. Dürfen nicht zur Ruhe kommen lassen. Kommt schon. Zack. Keine Chance. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. So. Und weg. Sehr gut. Weg. Ich habe doch extra den Ausweich gemacht. Weg, die Giga-Gravitation brauchen wir nicht. So. Ja, genau, macht mal. So. Also, ran an den Speck. So, jetzt mach ich ihn. Genau, los. Nein, 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 ich wollte nicht das machen. Oh Gott, ihr seid so dumm. Jetzt habe ich nichts mehr. Scheiße. Ich wollte eigentlich Schwarzmagie machen. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich dafür erst wechseln muss. Ganz ruhig bleiben. Wir schaffen das jetzt. Komm. Taktisch klug. Schnell zurück. Wir haben noch 3 Heilkränke. Das muss reichen. Wenn jetzt nicht, dann nie heute. Jawohl, wir haben ihn. Oh mein Gott. Taktisch nahezu perfekt. Und damit auch noch geschafft innerhalb dieses Dings. Genial. Für hier heute und dieses Video heißt es Frankie ab.